Meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu unserem vorletzten Konzert hier im Rahmen des Mozarte-Festivals 2022 aus der Hochschule für Musik und Tanz Köln am Standort in Aachen. Heute haben wir, nachdem wir einige Konzerte schon in den letzten Tagen hier erleben konnten, wunderbare Konzerterlebnisse gehabt. Heute haben wir die Kammermusik wieder und wir haben eine besondere Uraufführung. Das erste Mal seit 18 Jahren haben wir innerhalb des Festivals ein Studio für neue Musik, für zeitgenössische Musik, auch in das Festival kreiert, hinein integriert. Wir haben ein Stück, was heute Abend uraufgeführt wird. Der Komponist ist auch anwesend, Martin Lotz. Und sein Streichquintett wird heute Abend hier zum ersten Mal aufgeführt, ist für dieses Festival konzipiert und geschrieben worden. Ein in seiner Form sehr tonal, streng strukturiertes Konzert, Sinfonietta. Ein Stück, was vor allen Dingen geprägt ist durch starke agorische Kontraste, viele Elemente, die sich da, Ideen, Grundgedanken, die sich da finden, die verarbeitet werden und so auch zu einem kongruenten Ganzen führen. Und es ist recht traditionell, also es ist geht jetzt nicht in das Serielle hinein. Ich denke, das ist ein sehr guter Anfang, dass wir im Zeitalter des 21. Jahrhunderts auch uns mit der zeitgenössischen Musik beschäftigen. Drumherum ist Mozart, unser Hausgott sozusagen dieses Festivals. Das Streichquintett wird ungefähr 7 bis 8 Minuten sein. Von Martin Lotz ist genau in der Mitte und drumherum eben das Klavierquartett G-Moll von Wolfgang Amadeus Mozart, dann das Rondo in C-Dur für Violine und Klavier und am Schluss die C-Moll-Fantasie, direkt Attacca in das Klavierkonzert Nummer 13 C-Dur, Kirchenverzeichnis 415 von Mozart. Ich freue mich sehr, dass wir die Mozarte Festival Strings, das sind Studierende unserer Hochschule, die zum Teil im Konzertexamen sind, schon kurz vor Ende des Studiums. Einer ist kein Student, das ist unser Cellist Lev Gordin, ein Kollege, den ich seit vielen Jahren mit dem zusammen Kammermusik mache. Und es ist sehr schön in der Kombination, dass Studierende auch mit den Lehrenden zusammen Kammermusik machen und eine Einheit finden und sozusagen in Dialog treten. Ich freue mich, dass Sie hier sind, wünsche uns ein schönes Konzert. Vielen Dank und gleich möchte ich dann auch bitte nach dem Streichquintett Herrn Lotz kurz auf die Bühne bitten, damit wir das dementsprechend auch mit hier integrieren können. Vielen Dank, ein schönes Konzert. Bis gleich.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.